Hallo und willkommen, mein Name ist Vergenon Chumpway und heute klären wir die Frage, lohnt sich Nun Massacre? Nun Massacre ist ein Spiel von Puppet Combo und lässt sich wohl am besten beschreiben als eins der vielen Slender-like bzw. Outlast-like Horrorspiele, diesmal mit einer VHS-Optik und Grafik ähnlich der frühen PlayStation 2-Phase. Gleich vorweg, es ist ein 5-Euro-Spiel auf itch.io. Link dazu in der Videobeschreibung und vermutlich eher geeignet für YouTuber, für mal eben schnell in die Kamera schreien oder um an Oktober seine Freunde ein bisschen zu stressen für, ja, für den guten Spaß. So wie man vielleicht auf der vorletzten Halloween-Party zusammen Slender gespielt hat, könnte es jetzt Nun Massacre sein, was selbstverständlich wohl rauskam, ein bisschen damit im Hinterkopf, dass gerade auch der Film The Nun erschienen ist. Nun gut, bevor wir ins Spiel direkt gehen, schauen wir einmal hier rein. Wir sehen schon die Controls, können uns das Ganze hier einmal anschauen, wie wir das Spiel zu spielen haben. WASD, Q und E, um nach links und rechts zu schauen. Shift, um zu rennen. Leertaste zum Springen. C, um sich zu ducken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Items fallen zu lassen, da man nicht alles mit sich mitschleppen kann. Z fürs Inventar, was ein bisschen problematisch ist. Hier wünscht man sich schon, dass das Ganze zumindest frei wählbar wäre von der Tastatursteuerung her, denn wenn man so auf seine Tastatur guckt, das Spiel wurde wahrscheinlich für eine Query-Tastatur, sprich US-Layout gemacht, wo das Z unter dem A ist. Wir hätten jetzt eigentlich Y, um schnell drauf zuzugreifen, so ist es immer ein bisschen Gesuche. Ansonsten alles ziemlich Standard, bis auf mittlere Maustaste hinter sich gucken, wenn man verfolgt wird. Das Ganze ist interessant, aber gut. Gehen wir ins Spiel und schauen einmal ins Intro hinein. Wir sehen schon, dieser VHS-Look hier wird sehr knallhart durchgezogen. Auch innerhalb des Spiels bleibt es dabei. Wir beginnen in einer Badewanne, hören angenehme Musik, bis auf einmal ein Klopfen an der Tür erscheint und ein Brief unter dem Türschlitz durchgeschoben wird, der uns veranlasst, zu einem alten Irrenhaus mit angehängte Kirche oder etwas Ähnlichem zu reisen. So zumindest wirkt es. Und es ist natürlich halt das Standard-Setup. Und man muss auch bedenken, das ganze Spiel ist sehr B-Movie-like gemacht. Also wirklich bewusst B-Movie und trashig. Nicht nur von seiner Grafik her so einfach gehalten, sondern auch bewusst auf Trash. Hier sehen wir den besagten Brief. Der lässt sich übrigens sehr viel besser lesen in der Readme-Datei, die dem Spiel beiliegt. Denn mit dem ganzen VHS-Look ist das Ganze doch ein bisschen schwierig. Aber gut. Nun sind wir hier angekommen. Wir können den Brief nochmal mitnehmen, wenn wir wollen, und weiter durchlesen. Aber unser Ziel ist dort oben. Das Gebäude auf dem Berg. Und der Weg ist sehr lang und beschwerlich, weshalb man das Intro eigentlich eher überspringen sollte. Wir spulen jetzt einfach mal ein bisschen vor, bis nochmal tatsächlich das Intro da ist, um so ein bisschen die Atmosphäre auf einen wirken zu lassen. Denn das ist doch schon wirklich niedlich trashig gemacht. Also bis gleich. So, man kann sagen, was man möchte, auch wenn das Spiel wirklich, wirklich nicht gut gemacht ist, was wir jetzt übrigens auch daran beweisen, dass wir einfach den Weg mal ein bisschen abkürzen, indem wir gegen die Wand laufen und anfangen hochzuspringen, da das Ganze eigentlich nichts anderes ist als sehr, sehr hochgezogener Boden. Aber das Ganze durchzuziehen, dass es wirklich B-Movie-trashig wirkt, das ist doch schon eine Kunst, die auch nicht wirklich jeder kann. Und es erfüllt seinen Zweck. Also ich bin eher amüsiert als wirklich gerade auf dem Horrortrip, wenn ich das so sehe, aber das ist ja vollkommen okay. Und ganz ehrlich, der Horrorpart funktioniert entsprechend so, wie er soll, so wie man es halt von Slender erwarten würde. Hier sieht man einmal kurz, kann ich das zeigen, das nach hinten schauen.
Wir suchen noch schnell den Eingang, der hier irgendwo an dem Gebäude sein müsste, und dann geht das tatsächliche Spiel los. Der müsste irgendwo dort hinten sein, zwischen den ganzen Büschen, ein bisschen nicht sonderlich gut erkennbar, aber naja, was soll's. Okay, gerade eben wollte ich vorspulen, aber da leuchtet es uns auch schon an. Wir öffnen die Tür und betreten das Gebäude und beginnen das Spiel. Und wie schon gesagt, es ist so in die Richtung Slender. Es hat auf jeden Fall auch wieder dieses, man muss verschiedene Objekte finden. Und dieses Mal sind es allerdings nicht 7 Seiten oder irgendwas. Das heißt, dass hier nicht die komplette Karte, wie sie hier ist, komplett frei begehbar ist von Anfang an. Sondern wir müssen uns den Weg durchbahnen und dafür verschiedene Puzzleobjekte finden. Die wiederum bringen uns ein Stück weiter. Wir können mehr erkunden innerhalb der Karte. So, hier schauen. Irgendwas hier drinne? Nein? Nein? Okay, vielleicht hier drüben. Reed, hier ist ein weiterer Ausschnitt. Okay. Gut, lassen wir das erstmal sein und schauen uns weiter um. Oh, beleuchteter Raum, was soll schief gehen? Und hier blinkt uns schon was an, kriegen das Feuerzeug und können jetzt auch einmal kurz das Inventar zeigen, was sehr Tomb Raider 2-mäßig gestaltet ist. Wir haben ein paar Informationen über das Objekt, wie viele Lockpicks wir haben, also Dietriche, wie es uns geht, denn wir sterben nicht sofort beim ersten Treffer, den wir erleiden. Und wir können entsprechend Gegenstände ausrüsten oder eben nichts. Ansonsten lässt sich das auch über das Mausrad lösen. Aber so fühlt man sich doch schon mal sehr viel sicherer auf jeden Fall. So, machen die Tür wieder zu und schauen uns hier weiter um. Aha, nur ein Fernseher. Verrückt. Und ein Kreuz. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, nicht so wirklich. Ab jetzt übrigens ist man schon von Anfang an in Gefahr und muss sich darauf einstellen, ab und zu mal hier Sachen zuzumachen, einfach nur um Zeit zu haben und sich zum Beispiel unter einem Bett verstecken zu können und auch wieder vorkommen, selbstverständlich. So. Aber generell suchen wir jetzt nach speziellen Objekten, die auch nicht wirklich vollständig markiert sind, so wie man das vielleicht sich erhoffen würde, sondern man schaut sich einfach genau um innerhalb dieser Sachen hier und sehen, Wooden Plank. Mal anklicken. Ah, okay, die können wir tatsächlich mitnehmen. Und dann sollte jetzt eigentlich auch demnächst etwas passieren. Denn das war das erste Puzzleobjekt, was die Nonne etwas aggressiver macht. Wir haben etwa 3 bis 4 Hits, bevor wir sterben. Das heißt, wir haben die Option zu flüchten, aber es ist selbstverständlich nicht das Einfachste. Gut, begeben wir uns noch ein bisschen vorwärts. Sehen schon, okay, hier ist irgendwas. Aber mit der Planke, wenn wir sie jetzt nicht weggebackt haben, hätten wir eine Möglichkeit gehabt, darüber zu kommen. So, sterben wir leider nur. Schade. Na gut. Da hätte ich vorsichtiger sein müssen. Aber gut. So müssen wir zumindest die Nonne nicht sehen. Wäre doch schade, wenn ich diesen Jumpscare direkt verrate. Aber nur so viel. Der Sound ist natürlich wieder unnötig laut geraten. Das hätte man gerne ein Stück runterdrehen können, weil laute Sounds funktionieren ja besser als Jumpscare. Nein, das hätte auch leiser funktioniert. Aber naja. Anyway. Das Spiel ist an sich wirklich gut. Dadurch vor allem eben, dass man nicht nur 7 Seiten sammelt auf einer offenen Welt, sondern sich voranrätselt. Das eben war das erste Rätsel und ich habe es großartig versagt. Aber ja, es ist und bleibt eigentlich ein Spiel, um mal ein paar Freunde zu nerven und jetzt nichts, was man unbedingt mal gespielt haben muss. Trotzdem, sicherlich ein Blick oder ein Playthrough oder irgendwas wert. Damit würde ich sagen, war es das für dieses Video. Mein Name ist Vergan und Chumpway. Bis zum nächsten Mal.